Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 2. September. Der neue Monat geht in die Vollen und was ist am ersten Freitag des Monats in aller Regel der Fall? Ja, aus den USA kommt der US-Arbeitsmarktbericht, die Non-Farm-Payrolls. Das wird heute spannend, 14:30 Uhr, und erlauben Sie mir gleich den Hinweis, heute hier auf unserem JFD-Desktop, hier in diesem Live-TV, werden wir, beziehungsweise wird vielmehr Jens Glatt hier eine exklusive Bewertung vornehmen und ab 14:15 Uhr sozusagen den Markt unter die Lupe nehmen, um dann eben auch die direkten Daten live auszuwerten. Wird auf jeden Fall interessant, sollten Sie sich anschauen. Und ja, was mit den USA im Kontext steht, hat natürlich auch immer wieder mit dem US-Dollar zu tun. Und wir wollen uns heute das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar anschauen, denn das zeigt sich ja seit ja, nunmehr 3 Wochen ganz gut unterwegs. Da sehen wir hier, wenn wir in den Wochenchart gehen, mir die Situation von entsprechenden 3 positiven Wochen, obgleich die aktuelle Woche natürlich noch nicht vorbei ist und man ja abwarten muss, wie die Daten heute aufgenommen werden und was der Markt dann letztlich draus macht. In der Regel verspricht sich durchaus noch Potenzial, entweder in dieser Woche, aber vielmehr wahrscheinlich auch in der nächsten, in Richtung 1,35. Hier dann die ersten Risiken einer möglichen Umkehr. Tatsache ist aber natürlich, dass viele sehr, sehr short eingestellt sind auf das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar, was im Umkehrschluss bei weiter steigenden Preisen auch natürlich zu so einer Art Short Squeeze führen kann, was wiederum die aktuelle Erholungsbewegung ankurbelt. Und insofern könnte das Pfund auch durchaus noch weiter anziehen, gerade bei einer möglichen US-Dollar-Schwäche und eben dann der Glattstellung von solchen Positionen. Insbesondere über 1,35, denke ich, wird es da recht hot und könnte auch alles recht schnell gehen. Deswegen schauen wir uns direkt mal den Tagesschart an. Warum, wieso, weshalb? Wir haben nämlich hier die Brexit-Kerze, die hier sichtlich nach unten weggeklappt ist, ganz klar. Dann gab es auch noch das Gap sozusagen und hier haben wir die Marke von 1,35 und das ist eine Zone, ja, da haben wir, oder das Währungspaar hat vielmehr hier Ende Juni und dann auch im Juli nochmal vorsichtig versucht, dieses Level zu attackieren und ja, da gab es immer wieder erhöhte Abgabebereitschaft und auch hier jetzt, wenn wir mal mit einer schrägen Trendlinie daherkommen, deutet sich hier ja, mögliches Widerstandspotenzial an oder aber natürlich, wenn wir uns jetzt hier tatsächlich über 1,32, 1,33 festigen vielmehr, dann verspricht sich vielleicht sogar doch noch ein kurzfristiger Impuls nach oben, der bis 1,35 gegebenenfalls darüber hinaus gehen kann. Kurzfristig bestehen hier auf jeden Fall Chancen, wenn wir uns eben über 1,33, ich sage mal wir, das britische Pfund vielmehr, sich über 1,33 festigen kann, dann sieht es so aus, als würden wir auf jeden Fall die 1,35, 1,36, das Gap Closing hier anstreben. Ich halte es für nicht unwahrscheinlich. Also heute, wie gesagt, kann sehr, sehr viel passieren, aber grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, dass wir hier nochmal ein Stück weit nach oben laufen. Dass das meines Erachtens nicht von nachhaltiger Natur ist, dürfte andererseits auch klar sein. Ich denke, das britische Pfund wird, und das sind wie gesagt sehr, sehr viele Short eingestellt, aber kurzfristig meine ich, kann es weiter steigende Preise geben. Aber generell mit Blick auf die größere Zeitebene ist es doch denkbar, dass wir hier nochmal deutlich unter die 1,29 zurückfallen. Hier auch insbesondere das Support-Level, was wir mal hervorheben wollen, das ist eben das Level von 1,29, gleichzeitig noch eine runde Hausnummer, sollte man im Auge haben für den Fall, dass es zu einem Ausbruch nach unten kommt. Aber kurzfristig, britische Pfund auf jeden Fall interessant auf der Oberseite. Der Freitag heute, mal hier Statistik für alle, die dies mögen. Denkbar doch ein schlechter Tag. Nur 40% positive Schlusspreise während der letzten 52 Wochen. Brexit lässt hier natürlich auch grüßen. Der 24.06. war ja auch der Freitag. Generell aber auch in der Totalwochentendenz hier leicht unter 50%. Freitag also nicht unbedingt der bullischste Tag für das britische Pfund, was natürlich dann hier Spekulationen darüber zulässt, dass es natürlich auch gerade im Sinne der Non-Farms auch heute direkt nach unten gehen können, ja, kann. Ja, das muss man ganz klar natürlich einkalkulieren. Wir wissen nicht, wie der Markt auf die News reagiert. News Trading ist letztlich auch ein Stück weit Münzwurf, es sei denn, man schneidet sich aus der Bewegung, aus der Newsbewegung mit attraktiven Preisen, attraktiver Ausführungen, wie es das zum Beispiel bei JFD gibt, eben hier was raus. Aber da muss man auch genau wissen, was man tut. Ich warte in der Regel lieber ab, was passiert, wenn sich der Staub gelegt hat. Also eine gute Viertelstunde, halbe Stunde danach mal schauen, wo der Markt sich dann einpendelt. Aber der Richtung gibt es, wie gesagt, jetzt viele. Das heißt, die Münze könnte man buchstäblich werfen, je nachdem, wie es ausgeht. Ich würde aber dennoch, selbst wenn die Zahlen heute so reinkommen, dass das britische Pfund schwächer werden würde, würde ich doch auf Sicht der nächsten Tage
Wochen hier vielleicht das Szenario auf der Oberseite präferieren. Das wird übrigens auch durch die Saisonalität gestützt, die ich Ihnen jetzt mal hier zeige. Da sehen Sie, in den September hineinkommend haben wir zunächst eine Seitwärtsphase, dann aber auf jeden Fall eine leicht steigende saisonale Tendenz, die im Prinzip hier einen Touch in Richtung 1,35, 1,36 zulässt. Im Ausdehnungsfall, meine lieben Zuschauer, wäre hier noch das Level von 1,40 zu nennen. Das aber dann mit Verlaub das höchste der Gefühle. Hier oben dann sicherlich eine sehr, sehr interessante Short-Chance, um das britische Pfund zu shorten. Warum? Das zeige ich Ihnen jetzt gleich mal im Big Picture Chart. Ich denke nämlich, oder hatte das auch schon bei diversen Einschätzungen kundgetan, dass das britische Pfund unterhalb, Moment, jetzt muss ich das mal hier zu greifen kriegen, dass das britische Pfund unterhalb von 1,40 ganz, ganz massiv short ist, also unter großen Gesichtspunkten, und das wird auch hier deutlich mit dem Big Picture Chart. Hier auf Monatsbasis seit den 80er Jahren haben wir im Prinzip das Level von 1,40. Ja gut, was anders als hier in den 80ern interessant war, dann speziell zu den 2000ern, dann hier in der Finanzmarktkrise, zur Finanzmarktkrise auch nochmal getestet, dieses Level. Dann eben auch Anfang diesen Jahres, es gab den Abprall, das war zunächst kurzfristig mal kein schlechtes Signal, doch letztlich mit Brexit gab es hier den klaren Ausbruch nach unten, den klaren Einbruch vielmehr. Und hier sehen Sie auch, 1,35 ist ein Level, wo man immer wieder reinspiken kann, aber zwischen 1,35, 1,36, speziell 1,40, diese Zone hier, arges Widerstandsniveau, und es deutet sich dann eben mittellangfristig durchaus noch eine weiter fallende Perspektive an. Das kann man mal ja, so festhalten. Einziger Unterschied: Wenn der Markt über 1,40 rausgeht, dann ändert sich komplett die Lage. Dann würde ich auf jeden Fall dafür ja, sprechen, dass der Markt sich dann auch hier deutlich einer britischen Pfundaufwertung hingibt. Sehe ich aber, wie gesagt, aktuell nicht. Und insofern warten wir einfach mal ab, was heute noch zu den Non-Farms passiert. Wie gesagt, schauen Sie auf den JFD-Desktop, 14:15 wird es da spannend. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten. Das wäre es gewesen für das heutige Radar. Wenn Sie mögen, hören wir uns auf jeden Fall Montag wieder, 9:30 Uhr, und dann schauen wir mal, was es am Markt zu sehen gibt. Bis dahin, beste Grüße, ein schönes Wochenende. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.